Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier bei uns im Format Naturmedizin. Ich habe immer wieder das Wort Traumatherapie aufgeschnappt und möchte gerne mal von einer versierten Allgemeinärztin erfahren und hören, in welchem Zusammenhang sie diese Traumatherapieform anwendet und was für Patienten da eigentlich in diese Gunst kommen und wie man damit arbeitet. Das sind Dinge, die mich interessieren und deshalb habe ich eine Ärztin aus, ich glaube, ich muss gerade schauen, das ist doch ein Skifahrgebiet, aber doch Bergisch Gladbach oder sowas, ist doch ein Skifahrgebiet, oder? Nicht ganz. Also gut. Ich habe die Frau Dr. Med Maike Köppel eingeladen und sie ist jetzt auch zugeschaltet. Hallo, liebe Maike. Hallo. Herzlich willkommen. Es war jetzt ein komisches Intro von mir, aber ich habe das mit irgendeinem Skifahrgebiet jetzt gerade verwechselt. Nee, es kommt aus dem Bergischen, aber die Berge sind nicht hoch genug. Also kein Skifahren. Gut. Also kein Trauma vom Nicht-Skifahren. Nein. Super. Ja, bitte, Entschuldigung, können wir nochmals reingehen in das Thema Traumatherapie? Welche Menschen sind denn eigentlich dazu prädestiniert, eine Traumatherapie zu bekommen? Und wissen die das denn überhaupt, dass sie ein Trauma haben? Ja, es ist so, dass ich in meiner Allgemeinarztpraxis die privilegierte Position habe, dass ich länger mit den Patienten verbringe, also längere Zeit mit ihnen zusammen bin, so dass ich wirklich auch Seele und Körper untersuchen kann. Oft kommen die Patienten, waren schon bei mehreren Kollegen und haben dort körperlich Untersuchungen erhalten aus den verschiedenen Fachdisziplinen. Wir haben ja leider im Moment eine sehr mechanistische Medizin. Und dann kommt es aber nicht zu Symptomverbesserung. Und das sind die Patienten, die bei mir landen, die sich vorstellen und sagen, es wird und wird nicht besser. Was können wir machen? Und ich bin jemand, ich habe das Glück, auch als Gestalttherapeutin zu sein, neben meiner ärztlichen Ausbildung, dass ich mir Zeit nehme und schaue, wie reden die Patienten zum Beispiel mit mir? Wie reden sie über ihre Erkrankung? Wie sind sie im Kontakt mit mir? Und daraus kann ich inzwischen über die lange Zeit auch merken, gibt es etwas, was zwischen uns in der Beziehung steht, was blockiert. Das ist immer so ein Indiz für mich, zu schauen, gibt es biografisch etwas, was sie schwerst erschüttert hat und was sich jetzt so in der Bindung und in der Kommunikation widerspiegelt. Okay. Also die Leute kommen mit Leiden und Problemen, wo sie nicht lösen können und dann kommt die Frage von deren Seite. Aber oft denke ich mir, sucht man sich eigentlich in diesem Problem drin und findet gar nicht die Lösung und findet auch nicht eine Ärztin, die die Zeit hat und nimmt sich da reinzufragen. Was ist die Konsequenz, wenn man nichts tut? Also es ist so, dass man ja sagen kann, dass jede Erkrankung, jede chronische Erkrankung, jeder Schmerz eine seelische, eine psychische Beteiligung hat. Und wenn man einen tiefen seelischen Schmerz, ein Schockerleben verdrängt, was ein guter Mechanismus zunächst ist, weil es ja oft Situationen sind, die nicht änderbar sind und die man überleben muss. Es geht hier ja um eine lebensbedrohliche Situation, woraus dann ein Trauma entsteht. Und dann kann es sein, dass der Körper sozusagen die Signale sendet. In Form von Bluthochdruck, in Form von chronischen Schmerzsyndromen, in Form von Muskelpanzern, sagen wir, oder Atemstörungen. Und das ist dann das, was die Patienten aufmerken lässt. Hier ist was nicht in Ordnung. Hier komme ich auch mit der Schulmedizin nicht weiter. Hier bedarf es noch einer anderen Therapieform. Trotzdem ist es immer noch so ein bisschen ein Phänomen, muss ich sagen. Ich meine, du redest da mit dem Patienten und es ist wie eine Zwiebel zu schälen, oder? Irgendwann findest du zwar den Kern, aber wie gehst du da vor? Und meine, das Problem ist ja am Schluss nicht gelöst, auch wenn man nur darüber spricht. Der Schock ist ja immer noch da. Genau. Also es ist so, dass es viel um Bewusstwerdung geht. Ich glaube, die Methode, ich habe lange geglaubt, ich müsste nur die richtige Methode finden und dann werden Traumata schnell aufgelöst. Mhm.
Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Man nutzt die Psychoedukation, erstmal das Bewusstwerden. Ich habe ja oft keine Verbindung zu meiner Geschichte, wenn ich Schmerzen habe. Ich habe über Jahre Schmerzmittel genommen und habe kein Gefühl dafür, dass das etwas ist, was eigentlich mit dem Ereignis zusammenhängt. Vielleicht macht es ein bisschen einfacher, wenn ich ein Beispiel nenne. Ich hatte jetzt eine Anfang 70-jährige Dame mit ihrem Sohn, die zu mir kam und von Unruhezuständen berichtet. Was übrigens ein sehr häufiges Symptom ist, Schlafstörung, Unruhezustände, die sie schon seit 5 Jahren plagen und sie wäre jetzt des Lebens müde. Also diese Unruhezustände wären so gravierend, dass das nicht mehr ertragbar ist. Und ich warte immer relativ lang, bis ich sozusagen einen inneren Impuls bekomme. Und je länger ich warten muss, desto mehr merke ich, dass es schwierig ist, zu dieser Patientin eine Verbindung aufzubauen. Und in diesem Fall habe ich ihr angeboten, ob sie selbst Fantasien zu ihrer Unruhe hat. Und in der Generation ist es auch so, dass es schwer ist, über die eigenen Empfindungen zu reden und eine hohe Funktionalität dem gegenübersteht. Das heißt, es wird alles dran gesetzt, funktional zu bleiben. Und nun ging es für sie nicht mehr. Das war ein schwerer Schlag. Sie hatte das Gefühl, bis vor 2 Jahren war sie intakt und jetzt nicht mehr. Und ich habe dann biografisch geguckt, gibt es ein Ereignis, was diese Unruhe auslösen könnte. Und es hat wirklich, wir haben bestimmt eine Stunde geredet, bis ich sie nach ihren Kindern gefragt habe. Und dann merkte ich, dass sie so in sich ging und immer wieder das Thema wechselte. Und um das ein bisschen abzukürzen, ist es, dass eine Tochter durch einen Unfall verstorben ist. Und wenn man jemandem gegenüber sitzt, der dann in diesem Moment dissoziiert, sagen wir dazu, das heißt wie wegtritt, die Anteile werden abgespalten und um das Überleben zu sichern. Auch der Patient selbst merkt es gar nicht. Ich versuche dann mit ganz viel Vorsicht darauf aufmerksam zu machen, ob sie merken würde, dass sie an der Stelle wegspringt. Und oft ist da gar kein Bewusstsein. Und das ist schon der erste Schritt in Richtung Traumatherapie. Ein Bewusstsein für die Konsequenz, die sich aus dem Geschehenen ergeben hat. Genau. Also das gleich nicht zu verdrängen, sondern dass, wenn dieser Gedanke wieder mal da ist, ihn auch zuzulassen. Und das Verdrängen immer wieder führt eigentlich dazu, dass sie es nicht bewältigt. Ja, das ist so die Meinung. Also heute sagt man, in der Traumatherapie ist Verdrängung ein guter Mechanismus auch, um zu überleben. Wenn es mich dann in meinem Alltag nicht stört, sagen wir so, eine Narbe, die neben mir herläuft und mich nicht behindert in meiner Bewegung, ist etwas, was ich jetzt als Therapeutin stehen lassen würde. Mhm. Wenn es aber so ist, dass Beziehungen nicht aufgebaut werden können, dass es immer wieder zu ähnlichen Problemen kommt, dann ist es was die Lebensqualität einschränkt. Mhm. Und an sich würde man dieses, das drüber reden, was lange gemacht wurde und teilweise leider heute auch noch, ist eine Retraumatisierung. Das heißt, sich dem Trauma zu nähern, bedarf einen sicheren Raum zu schaffen. Einen Ort, in dem der Patient Neues erleben darf. In dem nicht wieder über etwas geredet wird, wo er wieder mit sich alleine ist. Also das ist etwas, das heißt, man braucht die Beziehungsebene. Man braucht den Respekt, man braucht das Gegenüber. Das ist sehr wichtig, dass man geführt wird, dass man nicht wieder alleine ist. Also es gibt wirklich dann die Unterschiede, es gibt Traumas, die sind jetzt nicht so schlimm, sie sind zwar da und werden immer wieder aktiviert, aber die haben keine gesundheitlichen Folgen. Genau. Ich erinnere mich da an mich persönlich, irgendwo war das vor 20, 25 Jahren, da habe ich sehr viele eingeschriebene Briefe bekommen. Und immer wenn so ein blöder Zettel im Briefkasten landet, hatte ich Herzklopfen. Genau. Kennst du das? Das ist doch, genau. Da war ein Trauma da. Ich meine, in der Zwischenzeit ist Gott sei Dank nie mehr eins gekommen. Trotzdem, wenn eins kommt, jetzt 20 Jahre später,
ist meine Gedanken schon wieder da? Genau, das ist die sogenannte Neuroplastizität. Das heißt, wir entwickeln Bahnen in unserem Hirn. Das ist etwas Gelerntes und das wird immer wieder forciert durch Trigger, durch Geräusche, durch Gerüche. Und dann sind die Erinnerungen da und das Erleben. Und das ist etwas, was es dann gilt, sozusagen vorsichtig zu entwirren und neue Erfahrungen, das wissen wir heute aus der Neurobiologie, dass das auch möglich ist, dass wir wieder neue Erfahrungen in unserem Hirn implementieren können und sozusagen diese Trigger in die Ferne rücken. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie weg sind, aber sie rücken in die Ferne. Also neue. Das heißt, du bist noch in der Lage zu abstrahieren und zu sagen, okay, ich bin nicht mehr damals, wo diese Briefe kamen. Neue Straßen bauen, sodass die Energie nicht immer durch diese siebenspurige Autobahn geht, sondern über den Feldweg. Hä? Genau. Ah, ja. Luise Reddemann hat das sehr schön gesagt. Das ist eine der ersten Traumatherapie-Praktizierenden. Es ist ja erst in die Medizin 1990 im ICD-10 als posttraumatische Belastungsstörung eingegangen. Also das ist sehr spät erst, dass wir überhaupt über Trauma reden und dass wir überhaupt sagen, das hat eine Konsequenz auf unsere Seele mit einem körperlichen Folgen. Und sie hat damals gesagt, man ist mehr als das Trauma. Und das ist auch immer der Einstieg in die Therapie, zu sagen, ja, das ist das Trauma. Und wo bist du? Also wo ist das mehr an einer Persönlichkeit, um die Perspektiven zu wechseln, um die Selbstwirksamkeit wieder zu entwickeln, die Autonomie. Weil es ist ja eine Zwangshandlung. Es ist ein Erbe, was man bekommt, also entweder, weil man es transgenerational erfährt oder etwas, was einem leider in früher Kindheit oder vielleicht auch später als Erfahrung widerfahren ist und was dann man mit sich trägt, wie ein Belastung, ein Container, den man erbt und nicht wieder abgeben kann, wenn man sozusagen ungefragt, genau. Ich möchte mal zurück zu den Kindern gehen, die heutzutage auch sehr viel fernsehen. Ist es auch möglich, dass durch Szenen aus dem Fernsehen bei den Kindern gewisse Traumas gesetzt werden? Es ist doch wie erlebte Realität, was man ja zum Teil sieht. Ja, man weiß ja, also ich bin da in der Medienmedizin nicht so bewandert, aber man weiß, dass Kinder zwischen Realität und Gesehenem nicht gut unterscheiden können, nur ab einem bestimmten Alter, so dass wir schon davon ausgehen können, dass ein erhöhter Stresslevel da ist. Trauma ist ja eine Wunde, ein toxischer Stress, der nicht abgebaut werden kann. Und wahrscheinlich hängt es sehr vom Umfeld ab, wenn man jetzt diese medialen Traumata nimmt. Wenn die Mutter dann mit dem Kind spricht, kann diese aufgestaute Energie abfließen, während wenn das Kind alleine ist, oder schlimmstenfalls selbst schon mal Dinge in der Richtung erlebt hat, kommt es natürlich zu Potenzierung. Wo dann auch es oft in Bauchschmerzen oder Schlafstörungen oder Abwettnässen ist ein ganz typischer. Ja, ich denke immer auch wieder das Thema Angst, oder? Angst ist doch sicher auch ein großes Thema, wo wir ja wissen ja aus Studien heraus, dass Angst auf die Lebenserwartung drückt. Und genau. Es gab ja diese 1986, hatten die angefangen mit 17.000 in Amerika, ob Traumata eine Auswirkung auf die körperlichen Befindlichkeiten haben. Und die hat sich als sehr positiv. Die läuft auch übrigens heute noch, die ACE-Studie, dass wirklich da signifikant mehr Herzinfarkte, mehr Diabetes zu finden sind in den Gruppen mit Traumata. Wir wissen ja heute auch, in der Medizin, ich mache sehr viel Stresstestungen, um zu gucken, wie ist der Parasympathikus und der Sympathikus aufgestellt. Durch Atmung können wir den beeinflussen, sodass das schon eine Technik ist, die ich dem Patienten mitgebe, dass sie über die Atmung selbst regulieren können, also wieder in die Selbstregulation kommen.
Kann ich mir vorstellen, ja. Kannst du mir ein bisschen noch was erzählen, was du schon alles für Wunder erlebt hast, wo ja körperliche Gebrechen da sind, da waren, aber eigentlich durch ein lösendes Gespräch sich eigentlich dieser Knopf löste und die Genesung gekommen war? Was kann man sich da alles vorstellen darunter? Also die Patientin, die ich eingangs erwähnte, die, nachdem wir das verknüpft haben, also ihre Unruhe mit dem Versterben ihrer Tochter, haben wir über längere Zeit Rituale eingeführt. Dass ein Baum wurde gepflanzt, es wurden Trauerrituale durchgeführt. Und heute, wenn sie in die Praxis kommen, ist es eine andere Beziehung. Sie nimmt mich wahr. Sie ist nicht mehr so sehr in der Defragmentierung, in diesem Schutzmechanismus, sondern sie nimmt, also wenn ich ihr dann etwas anbiete, dann lehnt sie es ab, aber nicht aus dem von sich getrennt sein, sondern aus der Verbindung. Und das rührt mich unglaublich, dass es möglich ist, auch nach so langer Zeit, das sind 18 Jahre schon her gewesen, dass sie dann durch das Benennen, durch Trauerarbeit wieder neue Bindungen aufbauen kann. Und in dem Fall dann zu mir, aber auch zu ihrem Sohn, der sie da regelmäßig begleitet hat. Der konnte das dann bestätigen. Und das finde ich ganz großartig. Und jetzt ist die Lebensenergie und der Saft wieder zurückgekehrt. Ja, genau. Genau, toll. Dass man dass man lernt, mit diesen Narben zu leben. Mhm. Es gibt auch ein Gegenbeispiel. Ich bin selbst Krebsüberlebende und habe damals, ist die Psychoonkologie dann zu mir ans Bett getreten, eine Psychoonkologin, die sagte so, was gewinnen Sie jetzt aus dem Trauma und erzählen Sie mal. Und das ist so, wo ich merke, das ist diese Haltung, unsere hochfunktionale, wir sollen weitermachen, als wäre nichts gewesen. Und ich halte das für, also für mich damals war es ein Schock. Ich habe sie gebeten, den Raum zu verlassen, muss ich gestehen, weil es einfach, es geht darum, um es zu würdigen. Das ist eine tiefe, ein tiefer Schmerz, der eine Würdigung verdient und die da auch hingehört. Und auch da gehört in der Begegnung viel Mut dazu. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft da wirklich auch in diesen Zeiten mehr von gebrauchen kann. Mhm. Dass wir uns diesen tiefen Emotionen stellen und es aushalten können. Aber jetzt hast du gerade einen wichtigen Satz gemacht und da möchte ich gerne dich als Patientin fragen. Das war ja für dich ja auch ein Trauma, diese Diagnose. Denn wir assoziieren ja häufig die Diagnose mit einer Verurteilung oder einem zu vollstreckenden Urteil über kurz oder lang. Und das ist ja ein Kopfkino, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, und man ist doch in, also ich hatte auch eine schlechte Prognose, sodass es ein Jahr des Lebens mit dem Begleiter des Todes war. Und es ist so, dass ich glaube, mir das die Kraft gegeben hat, Menschen zu begegnen, die das aushalten konnten. Dass ich mich mit dem Tod auseinandergesetzt habe. Was passiert mit meinen Kindern, wenn ich gehen würde? Was ist, wenn es nicht gut wird? Was ist, wenn ich nicht mehr kann? Also diese Dinge, die muss man als Gegenüber aushalten können. Das ist so mein Wunsch gewesen und das ist das, was ich hoffe, meinen Patienten zu geben. Mhm. Dass die Freiheit entsteht, alles zu denken und auch die dahinterstehenden Emotionen einen Raum zu geben, zu würdigen. Ich frage mich immer wieder, wer hat das Recht, eine Diagnose überhaupt so zu fällen oder zu übertragen oder zu kommunizieren, ohne irgendwo eine psychologische Betreuung gleichzeitig zu liefern? Ja, es ist oft so, dass wir sind ja, also ich will nicht das Wort Trauma inflationär benutzen, das heißt, es ist wirklich ein bleibende Narbe, nicht etwas, man hat einen Verkehrsunfall und kommt wieder gut zurecht.
sondern und wir haben aber alle diese Narben in uns. Und wenn diese Narben nicht bewusst in einen Bewusstseinsprozess kommen, kann ich als Therapeut die Emotionen des Gegenübers nicht aushalten. Und ich glaube, dass durch diese Verdrängung der vielen Traumata auch in der therapeutischen Welt kommt es zu dieser Schieflage. Das wäre wirklich sehr erstrebenswert, dass jeder da seinen Weg findet oder die Begleitung überhaupt. Also wenn ich mein Medizinstudium angucke, gibt es da gar keine Begleitung in der Hinsicht. Es ist ein sehr mechanistisches Vorgehen, wie einem beigebracht wird, wie man schlechte Nachrichten zu überbringen hat. Da hat die Seele keinen Platz. Da hat mir mal der Professor Christian Schubert gesagt, wo er bei mir war, Diagnosen sollten wirklich nur noch im Beisein eines Psychotherapeuten stattfinden. Ja, eigentlich. Ja, es ist auch so, ich vermeide auch bei meinen Patienten die Benennung zum Beispiel von Depressionen, oder weil es nicht hilfreich ist. Es engt denjenigen ein, und jeder hat seine individuelle Ausprägung, indem er sich bewegt. Und der Professor Schubert ist ja auch der Psychoneuroimmunologe, der da wirklich viel auch voranbringt in Richtung ganzheitlicher Betrachtungsweise, die ich sehr schätze. Jetzt sind wir vom Patienten eigentlich gerade bei dir gelandet, aber das ist natürlich auch wahnsinnig spannend. Wie konntest du letztendlich eigentlich dich fokussieren auf das Leben und eigentlich durch diesen Drang leben zu wollen, dein Milieu eigentlich so zu verändern, dass das Leben eigentlich darin gewonnen hat? Und ich glaube, bei mir war der Schritt, dass ich in einen tiefen Glauben in meine Selbstheilung entwickelt habe. Ich habe auch, ich bin da sehr weit gegangen. Ich habe die Operation bestimmt, ich habe die Therapie bestimmt, aber nicht aus meinem medizinischen Kenntnisstand, sondern mehr aus meinem intuitiven, tiefen Vertrauen. Woher ich das gewonnen hatte, war eher aufgrund der schlechten Erfahrung, dass ein wenig zur Verfügung gestellt wird, welche Wege es. Die Schulmedizin bietet immer sehr einheitliche Wege. Und ich glaube, das war auch der große Grund, warum ich mich persönlich auf den Weg gemacht habe, zu sagen, wir müssen mehr anbieten. Es muss ein Mehr an Möglichkeiten geben, zur Heilung zu finden. Nicht nur. Unser Immunsystem ist so komplex, da reicht es nicht, eine Chemotherapie oder eine Operation oder die Stressreduktion an der in der Arbeitsstelle. Es sind auch innere Glaubenssätze. Wir bestehen einfach aus sehr vielen. Und wir haben ja auch viel geerbt. Wenn man guckt, die Sabine Bode hatte darüber, über Kriegskinder und Kriegsenkel. Das heißt, Kriegsenkel wäre ich jetzt in dem Sinne, dass meine Eltern aufgewachsen sind. Und im Rahmen meiner eigenen Entwicklung aber auch in der Beobachtung mit den Patienten ist diese Generation hat bestimmte Verhaltensmuster. Also das heißt, die Kriegskinder konnten nicht wirklich trösten, weil sie dann mit ihrem eigenen Schmerz in Kontakt gekommen wären. Also ist eine Generation ohne Trösten groß geworden. Dann das den eigenen Kindern wieder zu geben, bedeutet viel Arbeit, bedeutet ein Auseinandersetzen mit sich. Und natürlich auch viel Freude, weil man dann transgenerationalen Weg durchbrochen hat. Klar. Ja, ich glaube, das hat dich jetzt aber auch noch wahrscheinlich auf eine Ärztinstufe 2.0 gebracht, aus eigenen erlebten Erfahrungen jetzt Menschen zu begegnen. Ich glaube, da kommt eine ganz andere Energie zustande, oder? Ja, in jedem Fall. Ich wollte das am Anfang immer nicht hören, muss ich zugeben. aber es ist so. Es ist so, sobald man die andere Seite einnimmt, erweitert sich der Horizont. Das ist so, dass man dann als Ärztin auch nochmal anders drauf guckt und auch andere Kollegen mitnehmen kann. Das ist das Positive dann dran, dass man sagt, jetzt bewegen wir uns in eine Richtung, die auch Heilung bringt. Also ich habe einen sehr
Ich habe einen wunderbaren Beruf. Ich liebe ihn. Ich kann wirklich durch die Ganzheitlichkeit noch Dinge bewegen. Und es ist nicht abhängig vom Alter des Patienten. Und das finde ich großartig. Mhm. Das erfüllt mich mit viel Freude. Und ich arbeite immer an meiner Haltung, dass die Würde des Gegenüber erhalten bleibt. Das ist mir sehr wichtig. Ich glaube, also ich bin überzeugt davon, 200% zu dir kam, hat man einen Gesprächspartner, wo man 200% Vertrauen hat, wo man sich zu Hause fühlt und wahrscheinlich durch ein so schwieriges Tal hindurch begleitet wird, jemanden zur Seite zu haben, um sprechen zu können über solche Probleme, ist schon die halbe Miete. Wenn ich jetzt aus der Psychosomatik oder Psychoneuroimmunologie rede, dann höre ich immer wieder, dass die Psyche den Körper bedingt und der Körper die Psyche verbindet, dass eigentlich eine gesundheitliche Ursache eines Problems immer beides benötigt. Sind das auch deine Erfahrungen? Also es ist immer Körper und eine psychische Komponente, die zusammenkommen. Ja, wir sind ja noch mehr. Wir sind Beziehungen, wir sind ein soziales Geflecht. Man merkt es auch. Also ich habe sogar jetzt im Moment in dieser Zeit, gibt es andere Themen als sonst. Also auch in der individuellen Ansprache gibt es andere Themen. Mhm. Das heißt, das ganze Feld, die Gesellschaft spiegelt sich auch im Einzelnen wieder. Mhm. Das können wir nicht trennen, auch wenn wir es so gerne in kleine Bestandteile zerlegen wollen. Ist das nicht möglich. Ja, und so wird uns auch da die Erfahrungen der letzten 2 Jahre wahrscheinlich auch zeigen, dass wir halt ein biopsychosoziales Wesen sind und man einfach nicht und dass es Konsequenzen gibt, wenn man es einsperrt oder das Umfeld nicht auf mehr jeden das Gleiche Fall. Ist. Da wird noch viel auf uns zukommen, auch gerade im Bereich Trauma. Glaube ich auch. Bei den Kindern, das werden wir dann bestimmt zu gegebener Zeit leider nochmal thematisieren müssen. Mhm. Und da denke ich, da wünsche ich mir, dass da jetzt doch noch ein Umdenken stattfindet. Ja, genau. Auch, dass die Auswirkungen konsequent analysiert werden. Ja. Ja. Die Wissenschaft ist ja ziemlich eindeutig dadurch. Es fragt sich nur, welche Wege das kleinere Übel darstellen. Und hoffen wir darauf, dass das weise abgewogen wird. Ja, da würde man gerne beitragen. Mhm. Oder versuchen wir. Können wir versuchen beizutragen, dass es ganz wird. Der Mensch defragmentiert in sich durch Traumata, und um die Ganzheit zu erhalten, müssen wir viel tun. Müssen wir auch den Blickwinkel öffnen, damit jeder in seiner Autonomie, in seiner Freiheit bleiben kann, um gesund zu bleiben. Das ist ganz wichtig. Genau. Danke dir ganz herzlich, liebe Frau Dr. Med, Maike Köppel. Ich habe einiges über Traumatherapie gelernt jetzt gerade, aber was mich noch mehr berührt hat und überzeugt hat, ist einfach, dass du jetzt gerade ein bisschen aus deinem Nähkästchen erzählt hast über dich selber und jetzt ich plötzlich gesehen habe, was da für eine Kompetenz aus Selbsterfahrung herausgekommen ist. Und da sage ich mir auch immer wieder, nichts geschieht aus Zufall, denn das, was man ja daraus lernt, kann man ein Vielfaches anders heraustragen. Und ich glaube, das macht dich zu einer herausragenden Medizinerin, zur Ärztin, wo du den Menschen ganz auf einer anderen Ebene helfen kannst. Ich danke dir dafür ganz herzlich. Vielen Dank zurück. Und ich wünsche dir auch von ganzem Herzen für die Zukunft alles Gute und mögest du ganz, ganz viel Erfolg haben und die Menschen so abholen und wieder in die Mitte führen, wie du es gerne machen möchtest. Alles, alles Gute. Hä? Dankeschön. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, wir konnten Ihnen ein Bild über die Traumatherapie vermitteln und Ihnen erkennen lassen, dass das ein ganz, ganz wichtiger medizinischer Punkt ist, den wir alle ernst nehmen sollten, denn es gehört einfach nun mal zusammen, die Psyche mit dem Körper und der Körper mit der Psyche. Ich wünsche Ihnen alles Gute auf Ihrem Weg und danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen miteinander.